Moin moin und herzlich willkommen hier beim Landwirtschaftssimulator auf der Landwehrkanal mit dem David. Es wird langsam eng hier, ey. Boah, bin ich gerade hängen geblieben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist auch ziemlich scheiße mit den mit dem kleinen. Okay, der Deutsch ist eh unser stärkster, aber ja. So richtig weit vom Teller ziehen tut der halt doch nicht. Nee. Ja. Das wird schon echt interessant, die nächsten Monate. Ja. Auch hier im Let's Play von den Schleppern, ja. Auch hier im Let's Play. Immer wenn ich die Bäume da vorne sehe, denke ich, man müsste sich echt mal eine Motorsäge kaufen. Werden wir, glaube ich, auch auf Dauer wenn wir Hackschnitzel machen. Was? Wenn wir Hackschnitzel machen, könnte es auf jeden Fall gut Geld geben. Ja, aber Hacker und so ist einfach zu teuer für uns noch. Wenn, dann würde ich erstmal über den Rückewagen halt den ganz kleinen Anhänger nachdenken und eine Kettensäge. Und damit dann ein paar Tausender verdienen. Dann würde ich aber empfehlen, den Brennholz-Mod mit reinzunehmen. Der ist super. Okay. Nie ausprobiert. Kenn also ich gar wenn nicht. Du was Äste macht ab, wenn du Äste absägst, bekommst du, sag ich mal, der verkauft dann, oh, keine Ahnung was, also du hast so ein Anzeigerechts, wenn du eine Kettensäge ausrüstest. Erstens, du hast ein automatische Schnittlängen-Dings für Bäume, der erkennt das den nächsten wichtig, ja. Punkt, wo geschnitten wurde, von einem Baum, und dann kannst du den ablenken, super gut, wird unten rechts über dem Fruit Hut angezeigt, und über dieser Schnittlängen-Dings ist so eine Art Brennholzding, wo dann, wenn du Äste absägst, kriegst du so und so viel Liter an Hackschnitzen. Und das wird dann, wenn du da einen Kubikmeter Hackschnitzel hast, wird das verkauft. Okay. Also Äste Asten durchsägen und so, das wird auch nochmal zu Geld. Du kriegst quasi beim Schneiden also Geld. Also richtig, richtig cool. Blöd genommen. Nein, du kriegst, die Box füllt sich. Das ist so eine Anzeige, so eine Gitterbox, die sich füllt. Okay. Also du hast dann quasi ist, beim Arbeiten eine Gitterbox da stehen und die wird voll. Nein, die steht da nicht, die wird dir nur angezeigt. Ah, okay. Und die verkauft sich automatisch immer bei 1000? Die füllt sich und verkauft sich, wenn die voll ist. Okay. Dann kriegst du wieder Geld dazu und dann kommt die nächste, die kannst du wieder füllen. Dauert das lange, bis man da 1000 zusammen wie gesagt, hat? Du hast... Ja, schon... Ich dürfte glaub, eigentlich zwei, mit Sägen, das ist halt ja doch ein bisschen ineffizient. Zwei, drei Bäume entasten und schneiden, dann hast... Ah, okay. Dann geht's ja doch. Aber du, das geht. Klingt halt irgendwie nach viel Geld verdienen. Ist aber auch recht realistisch. Du musst bedenken, ne, wenn du da einmal so einen großen Ast von so einer... Ja, aber normalerweise einer, lässt du das ja auch oft, gerade wenn du im Wald bist, dann liegen. Ja, du, mich interessiert ja eher wegen dem automatisch Ablenken, ne? Ja, gut, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wichtig ist. Die auch interessant ist. Und viel an sich Arbeit ist das erspart, gar nicht mal schlecht. Beziehungsweise die ja, Arbeit gesagt, danach schöner macht. Mod super. Übrigens, ist das ist wirklich, ein 350.000er Silo, ne? Ach so, okay. Also wir sind gleich auf 10% und ich habe bald das erste Feld fertig. Das ist perfekt. Also wie gesagt, David, das ist angepasst. Also du verdienst jetzt keine goldene Nase. Das ist so ein netter Nebeneffekt, sag ich mal. Halt hier und da mal ein paar Hunderter und Tausender. Ja, nee, nur Hunderter. Ein Tausender ist es nie. Weil Biomasse, also wenn das als Hackschnitzel verkauft wird, kriegst du ja 10.000. Das wird als Holz verkauft, glaube ich sogar. Okay. Weil sonst... Da wird dir sogar der Preis angezeigt. Also das ist wirklich nicht viel. Ja gut, dann habe ich da keine Bedenken. Das ist so ein netter Nebeneffekt, wie gesagt. Was ich mir auch immer noch und bestellen wollte... Schon seit ungefähr bald einem halben Jahr, als wir mit Bielefeld angefangen haben. Ich möchte super gerne das Pro Farm DLC für den Elfer haben. Ich weiß nicht, das ist so. Ich würde, wenn ich den Elfer in vielleicht einem halben Jahr oder in einem Jahr mal wieder doch mal irgendwie so 20, 30 Folgen Let's Play, würde ich zum einen gerne halt dann nochmal Standard-Map spielen, so ein bisschen, sich da nochmal alles anschauen. Weil im Endeffekt habe ich den Elfer wahrscheinlich doch am wenigsten gespielt.
glaube ich. Theoretisch könnte man ja sogar ein 40-Folgen-Projekt machen. 20 normale Map, 20 ja, und dann Pro-Farm, ne? 20 Pro-Farm, ja. Die gute Riverside. Aber die Riverside war geil und die Maschinen waren vor allem echt cool. LS11 damals war ja auch noch deine Herlefeld-Zeit, ne? Oh, yo, die Herlefeld. Oh, war die schön. Ich glaube, die kommt nicht mehr im 15er. War das eine geile Map? Hm? Ich glaube, die wird nicht mehr im 15er kommen, was ich so gesehen habe. Nein, die Herlefeld, die war schon im 13er nicht mehr tragbar. Ja, die war ja performancemäßig auch. Pff, Junge. Gehörte zu aber den schlechtesten Maps performancemäßig im 13er. Ja, du, das war auch nur, dass sie wieder mal im 13er war und das war's. Ja. Aber die Herlefeld, das war schon ein Schatz. Die war schon echt geil. Vom lieben Desperados 95. Der hatte doch auch, warte mal, der hat doch der hat auch anderen Mods gemacht, ne? Wie das Fuchsfass und den Tabbe-Mist-Streuer. Ich glaube den Tabbe meine ich, genau. Ah, der hat vielleicht geile Mods damals gemacht. Boah. Macht der auch noch alle was, weg. Desperados? Diese ganzen Modder von damals sind alle weg. Ja, wobei Desperados das Problem 95. ist da, ehrlich gesagt, auch glaube ich teilweise nicht nur der LS. Man muss halt einfach auch mal betrachten, dass die Leute, die damals, ich sag mal, in unserem Alter waren und angefangen haben zu modden, da gibt's ja doch einige, dass die mittlerweile halt auch einfach mal 5 Jahre älter sind, sprich Mitte 20 oder so sind dann viele. Und ob die dann ja, immer Bock haben zu modden und so. Obwohl es geht, also die Modder, die ich so kenne, gut, Mr. Fox und so sind jetzt Ausnahmen, aber so Desperados oder Burnout oder Agi. Agi ist ein 96er, Burnout ist ein 95er. Desperados ist auch ein 95er, also das sind alles unsere Jahrgänge, gut. Ja gut, aber die haben halt dann dementsprechend mit 14, 15 angefangen zu modden und mittlerweile machen sie halt auch was anderes. Damals waren sie blöd genommen noch in der Mittelstufe, in der Schule und heute haben sie vielleicht einen Job oder so. Stimmt. Das ist halt einfach auch das Umfeld, was sich da verändert. Und irgendwann denkst du dir dann halt, naja, das ist nichts mehr für mich. Das ist halt manchmal auch so mit Hobbys, ne? Dann hat man ein Hobby und irgendwann hat man daran einfach keinen Spaß mehr. Ja, das ist so. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob ich in 2 Jahren noch Bock hab auf LS oder in, ja, blöd genommen, 10 Jahren oder 20 Jahren. Also bei mir nimmt's stetig ab. Hab ich mal wieder Phasen, hab ich richtig Lust, und ist es auch wieder nicht. Aber ja, es ist halt. Aber im Moment ist es leider. Es ist halt immer so ein Wechsel. Das ist bei mir auf jeden Fall auch. Heute ist so ein Abend, weißt du, wenn du wirklich dir die Zeit nimmst, mal wieder ein paar Stunden am Stück zu spielen, dann macht's Bock. Auf jeden Fall. Aber ich finde gerade, wenn irgendwie allem, Unruhe wenn ist, wenn Fehler auftreten, dann nervt's auch manchmal. Ja. Aber wie zum Beispiel beim letzten Mal. Am Ende der Aufnahme war ich ein bisschen angepisst, weil das mit dem Werten nicht gepasst hat. Ja, gut. Aber ich brauche eigentlich, damit es mir Spaß macht, brauche ich die Leute. Ja, auf jeden Fall. LS im Singleplayer wäre auch nichts mehr für mich. Das ist selbst mir dann irgendwann zu hoch. Ja, allgemein, ich brauche jetzt nicht mit irgendwem anfangen, LS zu spielen. Ich meine, mit Björn war das echt super. Ja, aber es geht, glaube ich, mehr auch ums Labern als ums Spielen. Weil wenn du 3 Tage die ganze Zeit mit der gleichen Person, irgendwann ist der Kaffee kalt und dann, weiß nicht, dann ist es durch, dann bräuchte man eine neue Person mit frisch, da kann man ja ein bisschen mit quatschen, die hat neue Einfälle, wie man das machen kann, wie man dies machen kann, weißt du? Ja, das stimmt. Und, ja, weiß ich nicht, also im Moment ist echt so, kein Bock. Also hier drauf, ja, extremst, freue ich mich auch jedes Mal drauf, aber so auf den Server im Moment, so gar nicht. Jedes Mal, wenn ich dann bei uns auf der Firma den 610 angucke, dann sage ich, geil, nachher eine Runde LS-Gülle fahren und dann ist so, bist du zu Hause? Lege ich mich jetzt ins Bett oder zocke ich? Lege ich mich ins Bett oder zocke ich? Ja, lege ich mich ins Bett, gucke ein paar YouTube-Videos und dann schlafe ich. Ja. Ja, es ist halt einfach auch, wenn ich überlege, ich habe im Moment so ein bisschen immer, es fühlt sich für mich persönlich sehr, sehr nostalgisch an, wenn ich halt das neue Gronkh-Let's Play schaue von Minecraft. Einfach, weil ich genau noch damals das Gefühl habe, wie es war. Damals halt nach der Schule oder am Abend halt, ich glaube 17 Uhr oder so, kam die eine Zeit lang immer. Dann darauf zu warten, dass eine Let's Play-Folge kommt. Und dann ja zu schauen. Und das ist im Moment quasi genauso. Ich habe mir die dann jetzt in letzter Zeit immer aufgespart. Also ich habe die dann erst immer abends vorm Schlafengehen geguckt.
Und das ist halt genauso wie damals, halt so die letzte 20 Minuten des Tages, wo man dann Kronk ein wenig labern hört. Ja. Boah, das habe ich ja ewig bei dir gemacht, ne? Ja, im Endeffekt, wie viel Let's Player damals ich da auch geschaut habe früher, als ich noch, ja, in der 7., 8., 9. Klasse war. Einfach, weil da hatte man auch noch die Zeit. Mir wird das jetzt so langsam schon klar. Nee, ich überlege gerade. Entschuldigung. Ja, ist im Endeffekt eh nichts groß, was ich noch sagen wollte. Mir wird im Endeffekt nur manchmal klar, alle sagen ja immer nach der Schule, ja, du wirst die Schule eh vermissen und so zu Leuten, die in der Schule sind. Mir ist das eigentlich schon vor ein, zwei Jahren aufgefallen, dass ich die Schule wahrscheinlich vermissen werde. Also gewisse Sachen sind halt einfach schon Vorzüge. Sag mal, der Alltag an sich ist relativ chillig. Dann hast du halt teilweise blöde Schulzeiten, dass du extrem viele Stunden machst. Aber andererseits hast du halt auch alle zwei, drei Monate eine anstrengende Phase von zwei, drei Wochen, wo du die ganzen Klausuren schreibst. Und dann hast du aber im Endeffekt auch wieder, je nachdem, was du jetzt für ein Lerntyp bist, sage ich mal, eine relativ chillige Phase. Boah, jetzt gegen 8. Klasse tauschen. Boah, 8. Klasse, ich glaube... Boah, wäre das göttlich. Ich finde das total komisch. Das wäre richtig angenehm. In meiner Erinnerung war ich, weiß ich nicht, also die Zeit so von 5. bis 9. Klasse ist bei mir so total verschwommen. Also ich kann mich noch an vieles erinnern, aber von der Zeitspanne her kommt mir das vor, als wäre ich von der 5. quasi direkt in die 9. Klasse gekommen. Dazwischen ist zwar viel passiert, aber ja, irgendwie... Ja, das stimmt. Da ist nicht viel passiert. Irgendwie war das alles so ein Einheitsbrei von der 5. bis zur 9. oder so. Und ja, 9. 10. war dann wieder ein bisschen was anderes. Einfach weil es dann ging es ja doch auf den ersten Abschluss zu und so, ne? Und jetzt die letzten drei Jahre, weiß nicht, so hätte die ganze Schulzeit sein müssen. Oberstufe ist schon extrem chillig. Also chillig, ja, nicht chillig, aber es ist halt irgendwie... Du bist halt einfach ein bisschen selbstbestimmter. Ja, das auf jeden Fall. Du wirst nicht mehr so in der Hand genommen, ne? Ja. Im Endeffekt bist du aber dann halt auch alleine. Wenn du was nicht richtig machst, musst du dann da halt dafür auch gerade stehen. Und nicht, gut, Klassenlehrer hat was Falsches gesagt. Und wir machen das jetzt anders und alles ist gut. Sondern dann musst du halt selber gucken, wie du deine Probleme löst. Obwohl, man hätte das schon eher einführen können, die Selbstständige. Na, ich finde, das hätte nicht, vielleicht in der 10. Klasse schon, aber nicht früher, nicht noch früher. Ja, nö, ich hätte jetzt so Anfang 9. hätte man damit anfangen können. Ja, 9. könnte man vielleicht auch noch drüber reden, aber davor auf gar keinen Fall. Nein, davor nicht, aber dass man dann so ein bisschen... Eigentlich so, sobald es dann auf den Abschluss zugeht, kann man da eigentlich ein bisschen andere Maßstäbe setzen, finde ich. Ja. Und ich denke aber auch wieder mit einer ganz anderen Denkweise. Ich bin jetzt ja nicht der Einheitsbrei, wie du es so schön genannt hast. Ich bin schon recht speziell. Ich meinte jetzt Einheitsbrei im Sinne von, ich weiß nicht, die Jahre so, die waren alle so. Ja, und ich habe das gerade auf den Mainstream habe ich das gerade bezogen. Ja. Ja, ich meinte halt gerade irgendwie mehr dieses, wie sich die Jahre so untereinander, also wenn ich so an der Grundschule denke, da weiß ich quasi 1. Klasse, okay, da habe ich noch die Bilder vor Augen, wie wir damals in der Klasse saßen, Buchstaben gemalt haben und die Zahlen von 1 bis 10 oder 1 bis 20 oder keine Ahnung, wie weit das da war, nicht viel auf jeden Fall, da haben wir immer so Rechenhäuser. Ja, ich kenne das. Und, ja, dann 2. Klasse kann ich mich noch an viele Sachen erinnern. Da haben wir viel mit Satzbau und sowas gemacht. Halt Verben, Objektiv, Subjektiv, halt die Sachen, ne? Was kann ich mich an der 3. Klasse erinnern? Da haben wir viel Erdkunde, da kam auf jeden Fall viel Erdkunde dazu und sowas. Und 4. Klasse, okay, das letzte Jahr kann ich mich... Ich kann mich noch an meine letzte Mathearbeit in der Grundschule ziemlich genau erinnern. Kann ich vielleicht irgendwann mal erzählen. Da habe ich mal was Witziges ausprobiert. Auf jeden Fall.
eine meiner wilderen Aktionen. Habe ich danach auch nie mehr gebracht. Und das war auch das erste Mal, dass ich das gebracht habe. Aber hätte ich im Nachhinein vielleicht doch lieber sein lassen. Naja, wo war ich? Auf jeden Fall dann 5. Klasse. Klar, die Einschulung auf der neuen Schule und so weiter. Aber ab da bis, weiß ich nicht, da könnte ich dir jetzt nicht sagen, in der 6. Klasse war das und das, in der 7. war das und das. Das ist für mich alles so, das ist halt diese Zeit mit der und der Klasse und, weiß nicht, ich könnte jetzt, da kann ich gar nicht mehr so speziell was drüber sagen. Und so ab der 10. kann ich das wieder, so. Ich kann es genauer ab der 9., wo der Klassenwechsel war. Da kann ich dir genau sagen. Weil ja, ab der 9. auch so ein bisschen. Da hatten wir ja auch den Klassenwechsel. Wir haben ja im Endeffekt ein sehr ähnliches Schulsystem, wir beide. Halt fast. Wenn nicht sogar das gleiche. Ja, mehr oder weniger. Halt beides Gesamtschule. Wir haben das gleiche Schulsystem. Mit G9. Und halt diese Profilklassen, ne? Ja, Profilklasse und dann Berufsklassen und dann gehst du in eine EFA, danach in eine Q1, danach in eine Q2. Wir haben genau das gleiche Schulsystem, nichts anderes. Ja. Das ist mit ja E-Kursen und so. Sogar selbes Bundesland, deshalb passt das schon. Ja, aber so, weiß nicht, diese ganzen Jahre davor waren irgendwie im Nachhinein alles so eins. Naja. Ja, bei mir ist das alles ein bisschen sehr verschwommen, beziehungsweise ich möchte mich auch gerne nicht dran erinnern. Das muss ich auch echt sagen. Für mich im Nachhinein, die Grundschulzeit war eigentlich ganz cool. Und die Zeit 9. 10. Klasse war ich auch sehr, sehr glücklich mit. Und so die letzten 3 Jahre waren wie so echt ganz in Ordnung. Ganz ehrlich, von mir aus kannst du dein Leben von der 4. bis zur... Ja, von der 4. bis zur 11. Achso, kannst du gerne alles streichen. Vor allem habe ich mir damals gesagt, wo ich dann in die 11. kam, beziehungsweise... Dann meine beiden neuen besten Freunde, beziehungsweise den anderen hatte ich ja schon lange, aber der war ja noch nie in meiner Klasse und so. Und seitdem hatte ich dann dann bin ich einfach vom Kopf her weiter gewesen, beziehungsweise keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall bin ich dann da ja den Weg gegangen, von wegen alle anderen Leute, die ich mal in meiner Klasse hatte, gekannt habe, von wegen die brauche ich nicht nochmal treffen. Und wenn ich sie sehe, dann sage ich Moin und dann war es das auch. Ein Gespräch werde ich mit diesen Idioten nicht nochmal anfangen. Ja. Ja. Deswegen kannst du von mir aus diese Jahre bei mir rausstreichen. Die waren jetzt nicht wirklich toll. Ich weiß nicht, irgendwie bei mir waren es auch so ungefähr diese Jahre, die ich irgendwie nicht so als super positiv in Erinnerung habe. Naja, ich würde sagen. Schreibt doch mal selber in die Kommentare an die Zuschauer, so wie ihr das vielleicht wahrnimmt, wenn ihr aus der Schule raus seid oder vielleicht gerade drin. Wie war so für euch diese Zeiteinteilung und bis zum nächsten Mal. Ciao.